Hallo zusammen, Herr. Was? Ich wollte eigentlich einen Trompeten, aber geht nicht. Ach so. Ich dachte eigentlich, du sprichst so drüber, aber das funktioniert spontan nicht, deswegen. Okay, ja. Sag einfach nochmal an. Soll ich nochmal? Ja. Aber wir sind wir? Nö. Soll ich nochmal auflegen? Nö, nö, ich nicht. Nö. Ja, dann hallo da draußen. Völlig emotionslos. Hi. Doch. Ne? Viel ist ja passiert. Genau. Zeitig. Die Version 1.6 ist raus, Herr Fleischhammer. Ich freue mich und sehr. Man kann nämlich, das ist mit eins der besten, zeigen wir mal kurz. Was Rennen denn? Nur möglich, wenn Jetpack aus ist. What? Ah. Nein, er sagt, ach doch, man kann sprinten. Ja, man sprintet trotzdem, es steht aber. Ja, es steht immer noch der Warnhinweis da, die müssen sie wahrscheinlich rauspatchen. Auf jeden Fall kann man jetzt sprinten, obwohl Jetpack an ist, war total geil. Jetpack an ist, finde ich super. Endlich. Find ich wirklich beste Erfindung. Macht aber auch Sinn. Und nochmal vielen Dank an Elon hier für EF. Nee, TF. FT. TF, FT. FT. TF. FFT. Ja, wir drehen ja immer wieder um. Wir drehen ja immer Taschenlampe und also T und F drehen wir ja um. Das ist ja normal. F ist ja normal Licht, Flashlight und T für Transaktion, keine Ahnung. Transaktionsleit. Und es ist einfach viel leichter mit F und T. Was haben die Elon jetzt gemacht? Die haben es umgedreht, steuermäßig. Ja, genau. Bin ich total begeistert. Man kann sich das natürlich, hat er auch hingeschrieben, natürlich wieder ändern. Selbstverständlich, wird nur keiner tun. Wenn ihr. Hat keinen Sinn. Hat haben keinen sie erkannt. Wir haben ja Lemmy so ein bisschen verloren in der letzten Folge, ne? Also letzte Aufnahmesession sozusagen. Wir sind jetzt wieder neu. Das ist auch eine Neuerung, die ich auch dir noch nicht erzählt habe. Nee. Sag ich mal? Oh nein, nein, nein. Möchtest du das hören? Sagt ihr. Ja, sag. Fummelst du an Lemmy rum? Ich repariere noch. Ich habe rausgefunden, wie man symmetrisch baut. Kann ich? Nee, symmetrisch mit diesem N-Menü. Du hast verstanden, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Und es geht super. Und es dauert wenige Sekunden. Stelle ich dir dann auch so ein Ding hin. Ah, cool. Lass uns kurz das mit Konstruktoren sprechen. Den habe ich jetzt leider schon, schon erneuert. Den hast du schon. Den habe ich jetzt erneuert. Aber das ist der Konstruktor groß. Wieso hast du nicht in Advance gebaut? Weil wir noch nicht können. Doch. Nein. Ich habe ihn gelernt gehabt. Ja, ja, ja. Ich auch. Aber wir brauchen zwei Stromspulen. Wir haben nur eine. Im gesamten Zustandsbereich. Verbesserter Constructor. Okay, gelernt habe ich ihn. Wir brauchen zwei Stromspulen, wir haben nur eine und wir können die nicht herstellen, weil wir nicht das richtige Material haben. Ja, aber du hast jetzt einen Advanced Constructor abgebaut, hast ihn durch einen normalen Constructor ersetzt. Nee, ich habe nicht den Advanced abgebaut, der Advanced war der hier. Echt? Ich dachte, wir wären beide Advanced gewesen. Hier. Nee. Dann entschuldige mich, ich behaupte das krasse Gegenteil und lackiere um. Gut. Ich mach noch einen und stell ihn dahin, wo der andere stand. Passt der nicht hier links daneben, der zweite? Ja, würde passen. Sorry. Besser der Konstruktor. Ist cool. Mhm. Ja, besser. Mhm, auf jeden Fall. Okay, stimmt. Cool. Viel gut. Haben wir hier natürlich eine Locke. Eine Locke. Sind es jetzt zwei neue verbesserte Konstruktoren? Nein. Wieso baust du denn? Weil wir es nicht können, Minias. Höre mir zu. Aber der verbesserte Konstruktor ist doch verbessert worden, nicht der normale. Nein, der normale ist verbessert worden. Der alte funktioniert genauso. Der alte verbesserte. Also der alte verbesserte ist immer noch der gleiche, aber der normale, große, ist jetzt verbessert. Ach so, du brauchst die Teile nicht mehr einzeln machen, sondern er craftet so rum. Ah, so ist mein Wissensstand aus den aus. So, Kühlschrank T2, wir haben praktisch schon die großen Kühlschränke. Tja, was soll man machen jetzt? Ja. Popcorn ist. Alter, haben wir hier Munition? Ich habe hier 2271 Munitionsschuss. Na gut, wie bei meinen Zielkünsten brauchst du das ja auch locker, ne? Ja, nimm mal hier. Warte mal. Nimm mal hier einfach mal ablegen. Ah, man kann, genau, das werde ich jetzt auch mal gleich demonstrieren, das habe ich auch gelesen. Es wird immer besser, also dieses Spiel wird immer besser. Man kann mit Shift-Rechtsklick Sachen direkt aus dem Inventar essen. Ja, stimmt, ist auch eine sehr gute Sache. Sehr nice. Ja. Herzlichen Dank, liebe Leute. Ja. Könnt ihr jetzt auch neben mir? Nee, Shift-Rechtsklick. Also das ist ja auch wie so ein kleiner Ritterschlag. Medikit geht auch. Geil. Wahrscheinlich alles, cool, was du konsumieren kannst, oder? Ja. Meine U2-Flasche drin drücken. ja. Rechtsklick. Das ist wie so ein kleiner Ritterschlag, oder? Für uns, muss man schon sagen. Ja, aber liegt es an uns? Also, weiß ich nicht. Meinst du? Das würden wir gerne mal wissen. Ja, schreib mal in die Kommentare. Bei mir. jetzt liegt der Kern hier übrigens frei.
Ja, ich weiß, da müssen wir uns drum kümmern, dass wir den wieder entfreien. Außerdem, hatte ich das Linoleum nur bis zum Konstrukt gelegt. Jetzt haben wir hier so, weißt du, wie wenn einer eine Küche rausreißt. Linoleum? Ja. Oh, guck mal, der Bora T1 sieht jetzt anders aus. Ja, haben sie auch verändert. Guck mal. Der ist kürzer. Nee, das ist ein richtiger Bora. Was ist ein Sound? Nein, nein, nein. Was ist denn? Kannst du nicht gerade? Klar, hey, geht's dir mal. Im Magen gebohrt. Wenn man die große Hafenrundfahrt nennt, man das in Fachkreisen. Ja. Hm. Bringt ihr den in den Arsch. Naja. Was? Nächstes Thema. Spinner. Was du in deiner Freizeit betreibst, mein Freund. Ja, das geht hier niemandem was an. Kannst du mir mal verraten, warum diese Blöcke hier unten sich nicht weiß lackieren lassen? Die unteren Blöcke hier in diesem Ding. Nee, ja, was Beton ist, glaube ich. Könnte Beton sein. Könnte auch lackieren können, oder? Ne? Weiß ich nicht. Haftet nicht, haftet schlecht. Haftet schlecht, ja. Haftet. Ja. Der Fahrer haftet. So, ich muss aber jetzt erstmal hier, warte mal, ich muss Sachen machen. Ich muss Stahlblöcke, erhärtete Stahlblöcke. Massen und Mengen. Wir hatten ja zuletzt Lemmy so ein bisschen, war ja ein bisschen kaputt. Er hat sich ein bisschen gehen lassen. Aber den stelle ich wieder hin. Schnell. Es hat uns so irgendwas gefehlt. Irgendjemand hat auch geschrieben, wir brauchen ja gar nicht so ein fettes Raumschiff, um auf die anderen Planeten zu landen, sondern wir können ja einfach auch so eine kleine Warp-Kapsel bauen. Könnten wir auch, ja. Weißt du, also wir müssen ja nicht... Wir könnten sowas wie Lemmy bauen, nur ein bisschen größer. Ja, halt und Lemmy darin stellen. Wir brauchen ja irgendwas, womit wir dann umherfliegen, das geht ja sonst nicht. Nee, wieso? Du kannst doch mittlerweile mit dem Ding auf dem Planeten landen. Ist doch scheiße. Wollen wir nicht. So? Findest du? Ich würde so ein bisschen, wisst ihr, so ein bisschen... Roleplay-technisch ist. Ach so. Yeah. Nee? An die Schiffe! Wir müssen auf die Planeten! Ja, so ich verstehe. Ja, dann lass uns doch mal. Ich würde mal tauchen gehen und versuchen, Materialien zu besorgen. Unter oh, Wasser. Nice, gute Idee. Ich mach Lemmy fertig. Gut, die könnte auch in Lemmy. Nee, geht nicht. Aber ich habe schon einen großen Raumschiff-Starter halt am Start. Du willst soll mit Lemmy ein großes bauen? Ja, ja, genau. Ich würde jetzt anfangen, groß zu bauen und wir besorgen uns entsprechend Material. Und ich würde jetzt mal kurz unter Wasser gehen und mal gucken, dass ich ein bisschen Material besorge. Elman, ich mag es nicht, ins Wasser zu gehen, aber ich gehe ins Wasser. Boah, vier davon. Wenn jetzt so ein Riesenfisch kommt, kotze ich. Das ist echt, das ist für mich so Grundhorror. Kotze ich. Zwei. Das reicht da erstmal. Was ist denn das eigentlich hier? So eine Seealge. Ach, wie ist das? Kann ich nicht. Keine Ausdauer. Ich mag's nicht, in dunklen Gewässern zu schwimmen. Hast du so eine Vorstellung, was du gerne hättest? Ich hätte gerne jetzt so ein kleines betriebenes Tauchboot, weißt du, wo ich ein bisschen schneller mich unter Wasser bewegen kann. Das wäre auch geil. Also so ein, wie nennt man das dann? So ein Tauchboot. Nee. Kuda oder so, nennt man das so? Ich bin mir unsicher. Nee, ich baue den hier unten, glaube ich. Was du haben willst, was meinst du jetzt, was ja, ich ja, haben ja, will? Was das große Wessel angeht. Ach so. Ja, ich würde es halt so aufbauen, dass nochmal der Warpkern irgendwie so die Zentrale ist, weißt du? Dass man das so möglichst maximale Warpkerngröße oder so behält. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das wäre irgendwie meines Erachtens sinnvoll. Dann mal alles, was ich unter Wasser so finde. Olle Schlappen und so weiter. Was sind eigentlich in Berlin oder sowas? Wie sagt man dazu, Schlappen? Das sind Schlappen. Also Schlappen, Entschuldigung, ja. Schlappen sind für mich Schuhe oder so. Ja, ganz genau. So was, also ich würde mal, wo sind deine Schlappen? Sag mal, sind die Hausschuhe, würde ich es mal so nennen. Gibt es da einen Ausdruck für, auf Platt? Auf Platt, Berlin. Du. Alter, wo sind deine Hausschuhe? Das ist aufregend. Ja, ja, total unspektakulär sind wir da. Ich dachte, da gibt es dann irgendwie Dinne pushen oder so. Ja, pushen sagt man auch. Schlappen. Was? Botten. Botten ist ein Berliner Wort. Was? Botten? Botten. Botten. Ja, wieso? Was ist mit den Botten los? Was war denn das eben? Ich konnte gerade unter Wasser sehen. Nein, das ist nicht gut. Mach die Augen zu mir. Du siehst nicht, was da so rumschwirrt. Das ist jeder das, zweite Fisch hat darin ja Urin jetzt. Kurz bevor mich das, das Riesenseeungeheuer frisst. Ach genau, noch was ist neu. Essen kann gesteckt werden.
Ah ja, stimmt. Fällt mir gerade ein. Und zwar die Perish Time, die also die Zeit, bis das Essen verfällt, ist ja mittlerweile so, dass, also früher ging es ja nicht, weil halt Essen unterschiedliche Verfallsdaten haben. Also wenn jetzt ein 10er Essen und ein 6er Essen zusammenklatscht, hat es ein 8er Verfallszeit. Jo. Wollte ich ja, mal was so jetzt auch nicht schlecht ist, so. Jo, ich meine, du entwertest ein bisschen, aber du wertest auch das andere wieder auf, von daher. Ja, genau, von daher. Ja, ist das ja eigentlich. Du hast ganze Felsen eingesammelt. Schon wieder. Ich bin jetzt in so einer Phase, wo ich unter Wasser sehen kann. Da muss ich einen Screenshot von machen, das ist ja wohl klar. Ich bin wie über Wasser. Das sieht cool aus. Unter Wasser, über Wasser. Okay. Should I understand you? Bewege ich mich wieder, dann geht's wahrscheinlich weiter, ja. Was hätte ich jetzt gedacht? Wir brauchen ja dieses blaue, ist ja der blaue Kristall. Alien Dorn habe ich noch eingesammelt und Meeresalgen. Da kann man bestimmt was Feines draus kochen, oder? Hä, was macht der denn manchmal? Warum schaltet der manchmal denn um? Verstehe es nicht. Was können wir denn aus Meeresalgen machen? Können wir vielleicht was draus futtern machen? Oh Mann, wenn jetzt Nessie hier vorbeikommt, mache ich unter mich. Zum Glück bin ich unter Wasser. Nee, die haben da so was drin gestellt, setzt mir jetzt. Neu gepatcht? Oh, mein sieht das dann. Ja. Macht das nicht. Ich werde sein Leben. Schrei ich wie ein Mädchen und tauche auf. Den kann man nur hinlegen, glaube ich, den Konstruktor oder was. Ja, ach Quatsch, den. Warp-Kern? Nee. Warp-Kern, ja. Wenn du einen Kern setzt, also wenn du die Base setzt und darauf dann den Kern ganz noch hoch kannst stellen. Geht nicht. Geht gerade nicht. Kann nicht hoch. Oder vielleicht liegt es an der Fläche, die du hast. Wie viel Fläche hast du denn, um den hier aufzustellen? Noch. Hier noch. Okay. Also er funktioniert nur. Er geht nur im liegenden Zustand. Hier ist wieder so ein Stein, wenn ich das jetzt wegnehme. Einzumontieren, mach ich jetzt einfach. Was soll er jetzt? Ja, dann machen halt liegend. Mache halt. Mache. Wir müssen ja nicht wieder so ein Boot machen, obwohl du sagst ja, wir müssen ja auch ein Raumschiff drin parken können. Das ist schon. Also ein Stück weit zumindest, ja. Mhm. Ich müsste mal weglaufen da unten. Voll geil mit dem Endmenü bauen. Ach, bauen wir wieder das Wasser weg. Hat nur noch 20? Mit dem Endmenü bauen, ja. Ja. Was war das für dich? Also, mit dir empfehlen. Ach, ich dachte, das wäre ein Stein, das ist aber diese großen Büsche am Boden, deswegen. Bin gleich mal gespannt, was wir aus Algen machen können. Ob man die auch irgendwie wandelt oder ob man da was. Kam ja schon mal in den Kommentaren, da kann ich mich erinnern. Wozu das notwendig ist. Alles so gut ist, ja. Naja. Eisenerzlager. Haben wir anscheinend schon mal entdeckt. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt hier 10, 11 blaue Kristalle. Die stecken auch nur zu 10 übrigens. Rein informativ. So eine kleine Unterwasserfarm anlegen. Weißt du, so eine Basis unter Wasser. Die Atlantis. Hat doch mal jemand gebaut, ich weiß, auf dem Testsurfer von der Leon, als ich damals das ausprobiert habe, da hat auch einer unter Wasser gebaut und dann konntest du aus dem Wasser rausstarten. Ah ja, ich glaube, davon hast du mir erzählt. Frage ich mich auch noch, wann kommt die Geschichte mit dem, so. Hä? So. Wann kommt die Geschichte mit dem, dass Wasser Wasser ist? Also weißt du, dass ich das Wasser, ist das Wasser so schwarz? Hey, kannst du mal deinen Satz beenden, bitte? Genau, wenn du Wasser halt wegnimmst, einen Block, dass das Wasser halt nachfließt. Was er dann zur Physik kriegt. Obwohl, das hat ja Seven Days to Die schon das Genick gebrochen, ne? Ja. Performance-Genick, ja. Das war. Ich glaube, diesen Befehl, du kannst nicht rennen, weil Jetpack an, hat er nur einmal ausgeworfen. Sozusagen. Aber was macht denn das jetzt Sinn, das Jetpack überhaupt jemals auszumachen? Na, gar nicht. Ich mach's nicht aus. Also, ich mach's nicht aus. So, Querschwimmen war schneller, haben wir gesagt. Ist immer noch so, ja. Scheint sich zu summieren. So, ich habe eine Menge Algen gesammelt. Es gibt einen leckeren Algensalat, den du so gerne magst. Geil. Ich bin noch nicht über Wasser, oder was? Doch, ich bin über Wasser. Hä? Haben die den Meeresspiegel abgesenkt oder ist bei mir ein Darstellungsfehler? Kannst du mal bitte in meine Richtung gelaufen kommen und dir sagen, ob bei dir auch diese Wasserdinger aus dem Wasser rausstehen oder haben wir die aus dem Wasser gebaut? Die stehen
leicht aus dem Wasser raus, ja. Aber die haben wir doch so nicht gesetzt. Wir haben die doch unter Wasser gesetzt. Das kannst du haben. Vielleicht ist relativ sicher. Ebbe. Vielleicht ist Ebbe. Ne? Kann sein. Ne? Komisch. Dieses Spiel. Oh, das ist ja alles gewachsen hier hinten. Die ganzen Tomaten sind ja schon wieder reif. War ich so lange weg? Wie ist das nicht? Cool. Tatsache. Tomaten alle fertig. Wir sollen übrigens Kürbis, diese, die aussehen wie Paprika. Ja. Und Tomaten. Das gibt diese Gemüsekonserve. Okay, nice. Freut mich. Ne? Freut mich sehr. Die Kinder denkt mir. Du bist schon am Basteln? Ja. Ach, guck mal, die stacken jetzt. Warte mal, nehme ich die Tomaten nochmal raus. Ah, sehr schön. Auf einmal hast du nämlich Platz im Kühlschrank ohne Ende. Base Durance, das war das, was ich, das Wort habe ich gesucht. Base? Space? Kannst du mal Fensterscheiben ansetzen? Bitte. Falls halt null. Fensterscheiben ansetzen, ja, kann ich machen. Achso, der eine Konstruktor steht ja nicht mehr. Welchen haben wir denn noch? Sand oder Glas? Gehärtete Stahlblöcke. Ja, schwarze Stahlblöcke brauche ich auch nochmal. Ah, hier. In dem Constructor, dann nehme ich den, dann nehme ich hier raus und dann nehme ich die Glasscheiben hier raus. Fensterscheiben. Ganz normale Fensterscheiben, meinst du? Ja. So, Constructor, Dings, Dings, Bums. Licht kann ich nicht bauen. Okay. Gut. Verbesserter Constructor bei Stromspulen. Aber ich hatte doch schon mal einen gebaut. Oder täusche ich mich gerade? Ja, das kann ja sein, Mias. Das kann doch sein. Das möchte ich doch überhaupt nicht bestreiten. Wie viel hättest du denn an Fensterblöcke? 20. Was? Müsste eigentlich auch noch welche haben, oder? Ich habe doch... Oder habe ich die alle verbastelt? Verpuselt. Hier unten sind... Ach, Betonblöcke sind das. Nicht mehr die Dose. Ach, ich bin immer noch gewohnt, mir die Dose, Ravioli so auf die Leiste lege. Nee, das hatten wir schon mal, oder? Dieses Glutamat-Bomber. Ja, ich glaube. Nee, ich hätte es ja jetzt direkt aus dem Inventar sehen können. Ich habe es mir halt auf die Taste gelegt. Ja? Sauerstoff bereits maximal gefüllt. Ja, stimmt, da ist recht. Nahrung ist nicht maximal gefüllt. Und der Component! Der ist auch nicht maximal gefüllt, nein. Wo baust du denn? Baust der du draußen? Luft? Ja, ich baue draußen. Oh. Das ist ja natürlich eine ganz andere Größe, ne? Ja, und da ich das Ding nur da so hinstellen kann... Ist ja krass. Also den... Brauchst du jetzt erstmal einen kleinen, dass wir wegkommen hier? Ja, genau. Nur das Nötigste da irgendwie verarbeiten. Okay, ich verstehe. Dann willst du die Front mit Glas machen. Genau, so eine Art. Ich mach jetzt Flügelruf, wisse? Wisse? Hast du gesagt Flügel? Immer Flügelruf. Du bist mit der Drohne unterwegs. Ja. Irritiert mich immer. Drone Boss! Okay, klasse. ich guck mal nach dem Glas. Wir haben keinen Eingang hier, das ist echt dämlich. Wollen wir? Ne, ich mach das hier im Bewissbeet, gehe ich rein, passt schon. Dann kümmere ich mich um sinnvolle Dinge und mach mal aus Space Durance ersetzlich. Mach mal Essen. Genau, Essen. Hm. Also, würde ich da jetzt nicht degradieren oder so, aber. Space Durance, die brauchen immer eine cool. Leerlösung. Haben wir denn noch irgendwo eine Nährlösung? Ja, in irgendeinem Ding ist so, eine, hier, so ein Biokanister gewesen. Da sind zwei und dann brauche ich Weizenkeim, Durienkeim. Achso, jetzt den Rest. Ah, hier ist auch noch ein Durian. Sehr geil. So, zack, zack. Warte, ich erstmal, bis sie verbraucht zack, ist. Zack. Die haben übrigens teilweise eine Verfallzeit von 0. Zack. 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 Von 0. Oh nein, man hast du denn das? Okay. Jo.
Wir ich frage mich, wie sich das dann summiert. Was ist dann 0 und 10? 0. Bleib weg. Nee, sonst haben wir keine Erlösung mehr. So, was können wir da aus Algen machen? Was kann ich aus Algen herstellen? Zwischenprodukt als Bestandteil für komplette Engprodukte. Für mehr Informationen siehe Vorlagen-Templates. Aha. Haben die eine Parish-Time? Nö. Okay, dann brauchen wir die auch nicht hier rein. Wow, das ist ja eine echte Größe, ja. Okay, verstehe. Naja. Wir brauchen halt mal irgendwo einen Eingang. Vor allem brauchen wir hier ihn. Will ich mal rumlatschen. Ich brauche verdorbene Lebensmittel. Hast du noch was einstecken, was Schimmeliges? Nee. In irgendeinem... Irgendwo war noch was. Hast du mal in den genau? Kisten geguckt? Ja. Ja, da oben einmal. 62 Einwand. Jo. Der macht hier noch... Der hat hier nichts mehr. Was. Nichts. Nichts. Shit. Hast du noch Metallplatten einstecken, zufällig? 96, ja. Stahlplatten, meinst du? Ja. Ja, Stahl. Wo rein? In den rechten. Ganz rechten. Ganz rechts? Ja. Und dann setz mal Stahlblöcke an, gehärtete. Bitte. Stahlblöcke gehärtet. Born bitte bitte mit Sahne oben drauf. Eisen hat 30 Eisenerz. Oh, Eisenerz. 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 Ist low. Aber ansonsten habe ich alle. Ich habe 5 Richtungsschubdüsen. Fahrwerk klein habe ich. Siehst du, Fahrwerk klein. Könnte ich mal anbasteln jetzt. Alles Tomaten hier? Dann. Das geht doch außenrum. Doof. Dann haue ich jetzt den Mais hier raus. Macht das. So, was ist das hier? Mehl hau ich genauso raus, das ist Quatsch. Ach, hinten sind ja schon Durians. Ach, ich Idiot. Was sollte ich noch ansetzen? Kürbis oder was hatte ich gesagt? Na gut, dann wachsen ja nur 3. So, Space Durians, Tomaten und... Kurz das Gehirn auffrischen. Space Durians, Kürbis. Haben wir noch. Hab ich hier? Kann ich mir mal hier ein Licht hinstellen? Da haben wir Kürbisse. Ach, hier ist auch noch verdorben Lebensmittel. Sehr nice. Kann man jetzt Aloe Vera stapeln? Ja, geil. Und schwupp, hast du Platz. Kürbiskeim haben wir doch hier 11 Stück. Warum soll ich das wandeln? Sehr geil. Ach, wie schön, dass das mal läuft. Vor allem, dass man jetzt das decken kann, ist super. Das müllt nicht mehr den Kühlschrank so zu. So. Wir haben 9 und 5 ja. 13 Tomaten. Ja. Jo, stich. 6, jo. 9. 21, jo. Dingsenkirchen und 1, 2, 3, 4. Ach komm her, dann setzen wir hier einfach noch so ein. So, haben wir 9. 9, 9. Da haben wir mehr Tomaten, aber ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir ein paar mehr Tomaten haben, ne? Nö. Weißt du was, ich setze hier so, dann haben wir 11. Dann setzen wir hier noch eine. Haben wir nicht hier mehr hoch. Okay. Haben wir noch welche runter. So, die Meeresalgen haben ja irgendwie eine andere Bewandtnis. Und der blaue Kristall auch genauso. Das, da müssten wir doch irgendwie Warp-Antriebsgedöns bauen können. Aber ah, Warp-Antriebsdings, ja, Bums, bräuchten wir, hast recht. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, so eine Art. Ja, so ein Treibstoff von Warp-Antrieb. Machen wir in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Das geht einfach so schnell, das Leben ist so schön und geht so schnell vorbei. Wir sehen, es entsteht etwas Großes bei meinem Fleischhammer. Oh, das ist immer, wenn er aufgeregt ist. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Imperium Galactic 2 wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.